Servus Freunde, Don Dino hier. Heute mal zu einem etwas anderen Video. Ich wurde von einem Discord-Member, Grüße gehen raus an Maggie, darauf aufmerksam gemacht, dass es neue Änderungen Season 7 geben wird. Er hat mir einen Link geschickt und den wollte ich jetzt mal euch nicht vorenthalten. Vielleicht haben den schon manche gesehen, aber falls noch niemand weiß, was in Season 7 in der Eroberung auf ihn zukommen wird, dachte ich, ich gehe das mal mit euch zusammen durch und sag euch so, was ich davon halte und was so die Änderungen haben, was vielleicht schlecht ist, was vielleicht gut ist. Ja. Also hier im Allgemeinen wird nur erzählt, was Conquest ist. Conquest ist ja der einzige Modus in Smite, der competitive, also professionell gespielt wird. Kein juckt irgendwie Joust oder Arena, also wer will sich sowas anschauen. Und dann wird halt tatsächlich die Frage gestellt, welcher Modus ist der beste in Smite? Wollen die mich ficken? Oben sagen die, das ist der einzige Modus, der professionell gespielt werden kann. Das heißt, es ist der Modus, Digga. Darauf basiert das Spiel. Und dann stellt man sich diese Frage. Ja, auf jeden Fall. Hier, Smite ist das, ist der Smite, Alter. Guten Morgen, ey. Conquest oder Eroberung ist der Modus, der am dritthäufigsten gespielt wird. Nach Joust auf Platz 1 und Arena auf Platz 2. Aber die Leute, die Conquest spielen, verbringen mehr Zeit mit dem Spiel als Leute in Joust und Arena. Also die Zeit, die in das Game investiert wird, wird prinzipiell mehr von Leuten, die Eroberung spielen, investiert halt. So, hier geilt man sich nochmal auf, was man so gut gemacht hat, was man halt sagen muss. Totem war eine super Idee auf der Solo-Lane, weil Solo-Lane war hardcore langweilig früher. Primal Fury juckt keinen. Oni Fury juckt mich hart. Richtig gutes Objective, wenn die Leute nicht wissen, was sie machen sollen, nicht pushen richtig. Gewinnt diese Gold Fury schon oft Spiele auch. So, jetzt kommen wir zu den Veränderungen in Season 7. Der größte Angriffspunkt ist die Invade-Meta. Also, falls es noch niemand mitbekommen haben, wir befinden uns in einer ehrenlosen Meta. Sie ist ehrenlos. Jeder, der invadet, ist ehrenlos. Jeder, der Herkules pickt und zum Speedbar vom Gegner läuft, ist ehrenlos. Ja, also das will man beheben, was man hätte viel früher machen sollen. Also wirklich, das hat richtig den Spaß vom Game gekillt, wenn du willst einfach deinen normalen Jungle machen und dann klebt ein beschissener Herkules oder ein scheiß Jormunganda 24-7 an deinem Arsch und lässt dich nicht jungeln. Wirklich, das frustriert und es nimmt die komplette Struktur aus dem Game und keiner weiß mehr, was er machen soll. So, zu den Jungle-Rolle und zu der Mid-Rolle. Hier wird behauptet, dass halt der Jungler und der Midlaner sehr viel an Einfluss verloren haben in dem Spiel, weil sie wenig Farm haben. Aber ja, da bin ich nicht so für. An sich hat der Midlaner genug Farm, nur muss er halt irgendwie durch diese scheiß Meta halt seinen ganzen Farm mit dem Support und dem Jungler teilen, weil der Support schon nach 3 Minuten oder in der Regel nicht mal mehr in der Duel Lane startet, wegen diesen scheiß Mates, nicht auf der Duel Lane chillt. Und deswegen, der Support kann da halt nichts dafür. Das ist die Meta. Er muss von irgendwo Farm holen. Er kann ja nicht anfangen zu jungeln. Deswegen chillt er in der Midlane. Man muss halt den Support wieder auf die Duel Lane kriegen, dass die Duel Lane eine Duel Lane ist. Aber darauf kommen wir noch später. Da wird sich auch was Positives tun, hoffe ich mal. Genau, darum geht's. Jetzt wollen sie halt ein bisschen den Junglern helfen und den Mages helfen. Und den Midlanern in dem Fall. So. Jetzt kommen wir dazu, ja, Duel Lane, das sagen sie halt auch, dass Duel Lane eigentlich daraus besteht, dass man einen Support dort hat. Es ist zwar gut, man kann alles als Support spielen, was schon nice ist, ne? Es wäre schon eklig, wenn man nur noch Guardians und Hunter spielen könnte. Also man will schon so ein bisschen Abwechslung, deswegen ist es ganz gut, dass man so flexibel da ist. Und was halt auch wichtig ist, dass die Solo Lane gerade einfach eklig ist, weil keiner stirbt gefühlt, ne? Also hier flexen die einfach gerade nur mit, was sie da reingeholt haben, aber sagen auch was Schlechtes. Also hier wird halt gesagt, weil die Solo-Laner sich kaum am Anfang töten, weil sie nicht wirklich zeigen können, was sie drauf haben. Vor allem durch diese Pots, ne? Also Chalice und HP-Pots. So, dann kommen wir mal zu den wichtigen Dingen. Was wird passieren? Es wird ein neues Consumable. Das kennt niemand. Hand of Gods. Gab es noch nie im Game.
Wow. nee, Hand of Gods gab es schon mal. Das war ein Active früher, was jetzt heißt Relic. War ein super Item, damit hat man Instant Jungle Camps geklärt. Und das ist ganz wichtig, damit wollen sie diese Invade-Meta loswerden. Das heißt, man kann sich dieses Relic holen, nicht Relic, sorry Leute, Consumable, das heißt, statt HP-Pots oder MP-Pots kauft man sich das. Kosten tut es 100 Gold. Und damit, steht noch nicht fest, wie viel Schaden dieses Consumable macht, aber es ist prinzipiell sicher, dass hier niemand den Speedbuff klauen sollen könnte. Gut. Genau. Was auch wichtig anzumerken ist, was sonst das Item komplett Trash machen würde, ist, dass Assassinen mehr Schaden damit machen. Das heißt, wird ja schwachsinnig sein, wenn jetzt trotzdem jeder das Item holen kann. Also jeder kann es holen, by the way. Aber wenn jetzt jeder gleich viel Schaden macht, das heißt, dann kommt einfach der Herkules mit Hand of Gods und nimmt den Speedbuff. Also super, super Möglichkeit, um das zu beheben. Ist ganz gut, dadurch ermöglicht man neue Starts. Also statt einer HP-Pot und einer Multipot im Jungle zum Beispiel, kann man direkt mit Hand of Gods starten. Ne? Hat dafür kein Sustain, aber auf Göttern wie Thanatos oder Bakasura oder auf Ratatoska wird das wahrscheinlich krank, weil man kann ja diesen Tier 2 Start mit Ratatoska machen, wo man kein Assassin's Blessing holt. Und wenn man damit schnell cleart, also dann könnte man schon gut eskalieren auf jeden Fall. Aber hat halt alles Vor- und Nachteile, das finde ich gut. Je mehr Auswahlmöglichkeiten man hat, desto mehr desto mehr Abwechslung haben die Games, statt immer den gleichen Scheiß zu bauen oder zu kaufen. Das war's im Groben halt zu Hand of Gods. Dann zu der zweiten Sache, die dazu kommt. Ein neues Starter-Item, was heißt Starter? Ein neues Starter-Relic. Vision Shard. Das wird eine Mini-Ward sein, die ihr immer einsetzen könnt, alle 120 Sekunden. Die wird in eurem Slot sein, welcher mit Level 12 das nächste Relic reinkommt. Das heißt, ihr startet mit einem Relic und habt im zweiten Relic-Slot dieses Relic. Das ist eine Mini-Ward, die hat einen kleineren Radius als eine normale Ward. Und wenn man sie zerstört, kriegt man auch kein Gold dafür. Das ist dafür da, dass die Leute endlich checken, wie wichtig Warden ist und um gegen diese Invade-Scheiße anzukämpfen. So was gibt es, glaube ich, auch bei League of Legends, wenn ich mich nicht täusche, dass die Leute mit einer so einer Ward starten können, was ganz nice ist. Finde ich gut. Ich hoffe, die Leute verstehen dann auch irgendwann, dass Warden wichtig ist. Ja, genau. Und wenn man Level 12 ist, kann man sich entscheiden, ob man diese Ward irgendwie upgraden will oder ob man sich das zweite Relic holen will. In der Regel wird zweiteres eher sein, also ein Shell ist besser als so eine Ward, die man alle 80 Sekunden einsetzen kann. Ein Thunder ist besser, Alter, sogar ein scheiß Sprint später ist besser als das. Genau, ein neues Objective kommt noch dazu. Das heißt Jungle Shrine. Das liegt zwischen Speedbuff und XP Camp. Es soll irgendwie sozusagen der Jungle-Rolle mehr Substanz, mehr Einfluss geben, indem es ein Objective gibt, was das Team dazu bringt, auch dem Jungler irgendwie zu helfen, statt dass der Jungler die ganze Zeit jeden babysittet und jeder sagt, ey, geht mal hier, mach mal Buff, mach mal Buff. Sollen diese ganzen Hunde mal zum Jungler kommen und was mit ihm machen? Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist, weil, also es wird ja auch behauptet, dass der Jungler zu wenig Farm kriegt, aber das ist auch oft dadurch, dass halt der Support die ganze Zeit an deiner Backe ist oder der Midliner mit dir geteilt hat. Ja, aber wer weiß. Also das wird wahrscheinlich wie so ein kleiner Miniboss sein, wo du dein Team brauchst, weil er mehr Leben hat. Und dieser Boss gibt dir Gold. Kein XP, soweit ich das jetzt verstanden habe. Der gibt dir Gold und je öfter ihr tötet, desto mehr Gold kriegt jeder. Mal schauen. Es wird halt schon, du wirst halt schon viel Zeit dann in deinem Jungle-Bereich verbringen, wenn der jetzt alle Minute oder alle 2 Minuten spawnt. Aber es kann ein bisschen, das kann ein bisschen den Spielfluss ändern, was auch interessant ist. Aber bis jetzt bin ich noch nicht ganz überzeugt davon. Ich weiß noch nicht. Ich muss es erstmal sehen und damit ich sagen kann, okay, ist gut oder nicht gut. Was allerdings super ist, was viel zu lange gedauert hat, Yellow Buff spawnt earlier. Also der Blue Buff spawnt nicht erst bei 23 Sekunden, sondern bei 20 Sekunden. Ihr kennt das Problem, ihr spielt einen Midlaner, der nicht einen super Clear hat, der nicht kurz wie Scylla seine 2 platzieren kann, in die Midlane laufen kann und dann aktiviert. Ihr setzt alles perfekt ein, geht auf die Midlane,
trotzdem schafft es der Jungle irgendwie nicht schnell genug clearen und ihr verpasst ein scheiß Minion und werdet nicht Level 2 und dadurch hat einfach der andere Midlaner einen riesen Vorteil. Das wird behoben, indem es bei 20 Sekunden spawnt, das heißt, wenn ihr euren Speedbuff gemacht habt, laufen gerade die Minions laufen gerade erst an dir vorbei sozusagen, was super wichtig ist, ne? Und ja, dadurch hat jeder so den gleichen Start, ne? Keiner hat einen Vorteil, so einen unnötigen Vorteil, der eigentlich gar nichts mit Skill oder sowas zu tun hat. Das ist einfach nur unglücklicher Zufall oder unglücklicher Pick. Super Änderung, hätte natürlich auch früher kommen können. So, mit HP Pathing and XP Camp Changes. So, wie man unschwer erkennen kann, ändert sich was in der Midlane. Das Midcamp auf der Fire Giant Seite bleibt gleich. Auf der Gold Fury Seite wird es gespalten und es gibt zwei Midcamps. Man will, dass die Midlaner selber ein bisschen mehr Farm kriegen und dass, wenn sie hinterher hängen, es nicht zu schwer haben, so ein Camp zu kriegen. Also man kennt es ja, man will es Midcamp clearen, hängt extrem hinterher und man hat keine Chance, weil der andere Midlaner die einfach alles wegsnackt. So. Problem hiervon ist einfach, wenn ich jetzt als Jungler oder irgendwie, ich bin das Team, was dominiert. Ich bin der Midlaner. Und ich rasiere gerade oder mein Team rasiert. Dann habe ich auch das Recht, so dumm sich es anhört, den Jungle vom Gegner zu dominieren, ohne davon einen riesen Nachteil zu haben. Ne? So, jetzt habe ich keinen Jump. Jetzt stell dir vor, ich dominiere, ich will mir dieses Midcamp machen. Ne? Ich bin hier. So, ich gehe zum Midcamp, hier kommt wieder jemand. Ich will wieder auf meine Seite, auf meine safe Seite. Ich muss die ganze Scheiße hier rum laufen. Gefühlt 3 Stunden mit Navi, Alter. Bis ich wieder hier bin. Also ohne Jump, ne, ist es schon verdammt risky, hier irgendwie noch Farm abzusnacken. Ich verstehe, was sie vorhaben, aber ob das eine super Idee ist, ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall Götter mit Jumps werden einen riesen Vorteil haben. Also ADCs, die jumpen können, Anhur, ein Ulla in der Midlane oder eine Scylla. Ein Hades wird da durchkommen, weil hier drüber kann man safe jumpen und so. Ja, also, oder Assassin halt auch, ne. Man hat hier auf jeden Fall Huyi. Leute, guckt euch diese Bounces hier an, die man hier machen kann. Huyi wird scheiße stark sein in dieser Zeit hier. Also ich bin mal gespannt, wie das wird. So. Dann zu der nächsten Änderung. Neues XP-Camp bei der Duolane. Wurde auch mal Zeit. Sowas in der Form gab es schon mal. Was heißt, also da war es damals so, dass statt den Purple Buffs waren da so kleine XP-Camps und die Purple Buffs waren irgendwo da hinten. Aber die haben halt nichts gegeben. Jetzt haben wir hier endlich wieder ein Objective, wofür es sich lohnt, als Support auf der Dual Lane zu bleiben. Bis jetzt gab es keinen Grund für einen Support auf der Dual Lane zu bleiben, ehrlich gesagt. Gold Fury spawnt erst bei 5 Minuten, nee, bei Minute 1, aber man macht sie erst frühestens bei 5-6 Minuten oder so. Also früher macht man die nicht. Und bis dahin, was will der Support hier farmen? Du nimmst dir im Endeffekt nur die XP von deinem ADC weg. Er braucht deine Hilfe nicht, um die Minions zu clearen ab Level 2. Dadurch hat man jetzt wieder eine Möglichkeit, okay, man kann sagen, ja, Support bleibt jetzt auf der Dual Lane, weil wir können unseren nehmen und den hier ehren. Und was wichtig ist, Leute, das sind, wie nennt man sie, komm schon, gib mir das Wort. Das sind neutrale Camps, okay? Das heißt, neutrale Camps, es ist ja so, wenn man gegnerische Camps cleart, bekommt man nicht die volle XP und nicht volle Gold. Aber wenn ihr jetzt die vom Gegner hier invadet, bekommt ihr 100% von der XP und der Gold. Das heißt, das sind Camps, um die es sich lohnt zu kämpfen. Und da sie mehr Leben haben, und also Tank hier sind, schafft es ein ADC nicht alleine kurz mal zu machen. Das ist super, jetzt muss der Support wahrscheinlich schon noch eine Weile auf der Duolane bleiben. Die Duolane ist Gott sei Dank dann endlich wieder den Duolane. Aber wer weiß, wie es in der Praxis aussieht. Weitere kleinere Änderungen sind halt, ja, Purple Buff spawnt früher. Dadurch hat der Jungle, der Jungler, der Support noch eher einen Grund auf der Duolane zu bleiben. Was super wichtig ist, Health Pots, was ich vorhin erwähnt habe, Health Pots und Chalice, Health Chalice, also das ist dieser Krug, dieser grüne Krug, der dir drei HP Pots gibt und die immer wieder, wenn du zurückgehst. Der Scheiß war broken. Solo Laner, egal was du bist, du hättest mit einem scheiß Mage auf die Solo Lane gehen können, kaufst du dieses Chalice, 4 HP Pots und stirbst einfach nicht. Das ist einfach zu viel Healing, das ist ja
das hat sich gestackt und das wird jetzt aufgehoben dadurch, dass es sich nicht mehr stackt. Das heißt, du kannst dein HP Chalice einsetzen, dein HP Pot, du wirst nicht mehr heilen als vorher. Super Änderung, hätte man früher machen müssen, weil Solo Lane war fucking langweilig, Digga. Du pickst Assassin gegen einen Warrior, du tankst genauso viel wie der Warrior und der Warrior stirbt sowieso nicht, weil der diese Pots da spammt wie ein Wahnsinniger. Muss man natürlich gucken, dass man die Assassins auch wieder auf den Boden der Tatsache bringt, weil so ein Kammerzotz ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen übertrieben jetzt vergleichsweise. Und dann gibt es halt noch weitere Änderungen. Im Allgemeinen werden die Jungle Camps mehr Leben und Verteidigung kriegen, 10% mehr. Ah ne, 10 bis 20% mehr soll das heißen wahrscheinlich. Ja, ich denke 10 bis 20%. Und was aber wichtig ist, das Teilen von den Camps gibt nochmal 25%. Also Leute, teilen, teilen, teilen. Seid nicht egoistisch. Ihr habt mehr davon, wenn ihr teilt. Totem of Q wird ein bisschen angepasst. Blessings werden angepasst. Gold und XP wird angepasst. Und es sind, glaube ich, ja, also das sind so im Allgemeinen die Änderungen, die kommen. Ich habe heute auch wieder gesehen, dass jetzt noch die Mage-Items ein bisschen geändert werden. Wenn ihr wollt, dass ich darauf auch nochmal eingehe, lasst mich wissen. Ansonsten, ja, findet ihr solche Videos auch interessant, würdet ihr sowas gerne öfter sehen, wenn jetzt irgendwelche Änderungen kommen, wollt ihr mal wissen, was wir zu Patchnotes halten. Weil für uns ist es jetzt kein Riesenaufwand, das zu machen, aber wir denken uns halt meistens, ja, die meisten juckt es gar nicht, die spielen eh nicht so aktiv. Wir lesen die selber selten, aber so große, größere Patches, die sind schon interessant für uns. Wollt ihr sowas öfter sehen? Sollen wir euch bei solchen Dingen auf den Laufenden halten? Was findet ihr gut an den Änderungen? Was findet ihr scheiße? Ja, und dann hoffe ich mal, dass wir in der nächsten Saison alle mehr Spaß haben. Und keine Drex Invades mehr kriegen, Alter. Ich bin so froh, wenn ich diese scheiß Herkules Invades nicht mehr sehen muss. Das war's mit dem Video, mit ein bisschen Wut am Ende. Danke fürs Zuschauen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung. Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.